Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 5, die Mission der Angriff. Und jetzt gucken wir mal kurz, Moment, erstmal wieder Steuerung. Ihr kennt ja das alte Spielchen mit mir. Genau. Lasst uns mal was bauen gehen und dann erkunden wir den Rest, den Osten dieses Inselchens, auf dem wir sind. Und was haben wir denn? So ein wunderschönes Kloster, da könnten wir die Priester anwerben. Das können wir nachher auch bauen, jawohl. Da brauchen wir nur 15 Baupunkte, müssen also jetzt 4 irgendwie zusammenkriegen. Wir könnten einen Marktplatz langsam mal bauen. Oder wir gehen mal auf Units. Ja, genau. Machen wir es mal. Bauen wir mal auf jeden Fall den Greifenhorst. Hauen wir mal hier unsere 5 Quecksilber raus, die wir da hatten. Damit wir langsam mal ein bisschen höherstufige Kreaturen noch kriegen, ne? Und dann schauen wir mal, wie wir die Armeen weiter so aufbauen. Hier haben wir einen Jungbrunnen. Genau, Bewegungspunkt und Moral ist in Ordnung. Wir hauen einfach erstmal euch hier auf den Latz. Oh, Skelettbogenschützen. Die wollen sich uns bestimmt anschließen. Oh je, jetzt müssen wir aber erstmal 46 von denen kaputt kriegen. Das könnte ganz schön haarig werden. Okay. Das macht eine Schwäche. Weniger Schaden. Verlangsamung. Seltener handeln. Machen wir mal das hier. Ich hätte ja gerne noch irgendwas gehabt hier. Gebrechlichkeit oder wie es heißt. Womit wir sie so langsam, Quatsch, hier Dingsbums und so, ne? Und wisst ihr Bescheid. Womit wir ihre Rüstung niedriger machen können. So, jetzt habe ich es endlich rausbekommen. Und sie kommen näher und das wird auf jeden Fall schwer werden. 4 Mana-Punkte haben wir noch. Das reicht eigentlich für einen unheimlichen Pfeil. Der mal 8 umlegt, das nehmen wir auf jeden Fall. Wie weit kommen sie denn mit der nächsten Runde? Sie würden uns hier erreichen. Das heißt, wir gehen mal einen Schritt zurück. Oder, naja, gut, mit dem Skelett hätten wir gar nicht müssen, aber ist auch nicht so wichtig. Schauen wir mal, wie weit sie sich jetzt bewegen. Wir verteidigen einmal mit den Skeletten hier. Genau, wir haben also das Maximum genommen, das sie nehmen können. Die werden wahrscheinlich, kommen sowieso an beide ran. Also müssen wir jetzt einfach zuhauen und gut ist. So, hauen wir mal 6 um. Gucken, wie schlimm die Gegenwehr ist. 8 Stück, naja. Gab schon Schlimmeres in der Weltgeschichte, würde ich sagen. 2 Lebenspunkte geheilt, 0 wieder auferstanden. Ja, das passiert halt natürlich bei den Untoten nicht, ne? Das Erste-Hilfe-Zelt dann auch uns wieder Units zurückgibt. Au. Schämt euch was. Okay, haben wir also 8 Skelette und 2 Skelettschützen verloren. Schauen wir mal, wie viel wir wieder bekommen. Ist aber noch im Bereich des Erträglichen, würde ich sagen. 17 Pestzombies. Nehmen wir. Wie viel? 268 kostet 102. Na, wobei. Aber andererseits füllt sich hier eh ein paar Tagen wieder auf. Ich glaube nicht mehr, dass man da so großartig sparen muss. Bewegungspunkte. Vermindert den Schaden Kreaturen im Nahkampf erleiden um 20%. Liebe ich eigentlich die Fähigkeit.
Nehmen wir mal das. Und wir haben, habe ich gerade gesehen, zwei Skelettschützen wiederbekommen. Müssten das, glaube ich, gewesen sein. Genau, zwei Skelettschützen wiederbekommen. Also sind jetzt insgesamt 8 von den normalen Skeletten weg, 17 Pestzombies dazugekommen. Das ist die Bilanz. Habe ich den jetzt gerade erreicht? Wenn ja, wäre es peinlich. Egal, wir gucken einfach nochmal in der nächsten Runde. Und vor allem, was dieses Schlösschen hier eigentlich ist, weiß ich gerade gar nicht. Jetzt, hallo. Da ist nicht so viel drin auf diesem Schiff. Aber landen kann hier halt auch nirgends, ne? Scheint nur von da drüben zu gehen. Hier geht's vielleicht noch runter. Man sieht's nicht so richtig. Entschuldigung. Naja, erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt natürlich noch kaum irgendwelche Rohstoffe, ne? Kriegen wir 2 pro Tag. Hier wahrscheinlich auch. Hier kriegen wir gar nichts. Und vom Rest eigentlich auch nichts. Okay, wir kriegen überhaupt keine Zusatzrohstoffe. Das heißt, wir hauen jetzt mal hier einen Marktplatz raus. Da, toll. Und kriegen hier schon langsam ein bisschen was zusammengekratzt, das ist okay. Ein Brunnen, da möchte ich gerne hin. Und was verteilt ihr? Eine Schatztruhe. Viele von euch. Ja, bitte. Wie viele haben sich mir angeschlossen von 130? 72 hatten wir davor. Also ein... 94? Irgendwie sowas. Okay. 15 Stück gegen und 15 Stück. Oh je, die muss ich schon angreifen, ha? Jo, weil die sind im nächsten Zug noch nicht an uns dran. Ha! 7 bis 14, ja, nehmen wir auf jeden Fall das da oben. Alles andere wäre blöd. So, wenn das 3 umbringt, dann erlegen wir jetzt diesen Trupp hier. 3 bis 4, sehr gut. Und jetzt kriegen wir nicht mehr ganz platt. Gucken wir mal, wo sie hinlaufen, aber sie bringen sich auf jeden Fall um. Ja. So, wie viel haben sie umgehauen? 2 Stück oder so? 4. Okay, und 30 wir dafür. 30 Skelette für 65 Punkte. Ha ja, Skelette immer gut. So, die 4 sind wieder aufgestanden. 30 dazugekommen. Ach, herrlich. Verblichene Flagge steht hier auch noch. Okay. Wundert euch nicht, ich bin einfach nur zu faul, die Kamera zu drehen, weil ich sie nicht wieder richtig zurückdrehen will. Das Bergwerk wird bewacht. Da haben wir ein paar Titanen. Nicht Kolosse, sondern Titanen. Noch schlimmer. Da haben wir Wächter. Hier haben wir also wieder ein bisschen dickes Viehzeug. Steige die für Mächtigen einer Blabla. Mächtiger Zufluchtkreaturen. Anscheinend, ich weiß nicht, ob es hier Wächter gibt, aber anscheinend nicht. Ah ja, jetzt haben wir also schon 2 Schiffe hier auf dem Radar. So, gehen wir erstmal. Moment. Machen wir erstmal das hier. Wird bewacht. Wollt ihr die Wächter angreifen? Wahrscheinlich will ich es nicht, aber wir tun es einfach mal. Aus Spaß an der Freude. Und gucken, was uns erwartet hier. Genau. Also mit Engel habe ich auf jeden Fall gerechnet. 2 Ritter sind auch eher unangenehm. Die schießen jetzt vor allem gleich, ne?
Crap. Wir müssen die loswerden, ganz dringend. Und hier blocken wir jetzt mal. Ja gut, so viel Schaden machen die jetzt ja gerade auch nicht, ne? Na gut, 9 bis 12. Aber es bringt hier gerade nichts. Ja, wir machen es einfach mal so. Und wir schießen dann erstmal auf euch hier. Ich will das nächste letzten Engel so langsam platt kriegen. Ja, verpisst euch aus dem Nahkampf. Kann ich euch noch gar nicht brauchen. Na gut. Gut, gut, gut. Das läuft noch. Den Engel blocken bringt nichts. Stellt euch mal hier hin zur Verteidigung. Jetzt wird's halt eklig, ne? Au, 13 Stück. Au, einer. Hoffen wir, dass sie gut treffen. Bitte. Na, natürlich nicht. 19 Lebenspunkte haben sie noch. Wir müssen erstmal hauptsächlich hier auf euch draufhauen. Okay. Was tun wir jetzt, die Frage? Eigentlich möchte ich gerne den Lich wieder haben. Angriff wäre zwar natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber naja. So, jetzt gucken wir mal, was sie jetzt alles anrichten. Okay, dann wäre das damit also erledigt. Haben wir einen Haufen Skelettbogenschützen verloren, ganz ehrlich. Das tut weh, aber naja. 44. Dafür hat sich's beim anderen so in Grenzen gehalten. Kreaturen, ah ja, wir dürfen natürlich Kreaturen jetzt erwecken. Kostet 28, kostet 59, scheiße. Ich will auch keine Geister haben. Ha! Oh, was ich gerade rausgefunden habe, voll geil. Zeige ich gleich. Okay, Priester wollen wir keinen haben erstmal. Das wusste ich wirklich noch nicht. Hier, wenn man Alt drückt, seht ihr das und gedrückt hält, dann sieht man diese ganzen Points of Interest oder alles Anklickbare auf gut Deutsch. Hier. So um Aurat. Ist ja schon gar nicht schlecht. In diesem unübersichtlichen Spiel. So. Was als nächstes? Ein Kristall pro Tag. Wäre natürlich schon mal eine Sache. Und dann kann man eigentlich die Bauerndinger hier ausbauen, oder? Das 5000. Boah. Machen wir andersrum, dann bauen wir hier erstmal das Bauernzeug fertig. Dann haben wir 15 Baupunkte, wenn wir das hier noch gebaut haben, die Gehöfte. Dann können wir die nächste, das nächste Rathaus bauen. Und dann sind wir erstmal good to go. Als nächstes würde ich mal sagen, die Wächter dieser Mine da unten. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So hart wie gerade eben kann es ja gar nicht sein. Sagte er und bekam tierisch aufs Maul. Vor allem, weil ihr jetzt keine dunkle Energie mehr für diese Woche habt, ne? Naja, egal. Die holen wir uns noch. Dann schauen wir mal, was wir mit dem Rest der Woche so anfangen. Ach, natürlich sind es Fernkämpfer. Nicht so gut. Machen wir mal die Verlangsamung auf euch.